Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Techtonica. So, ich habe nochmal ein bisschen hier diese Lüfterproduktion optimiert. Das heißt, und jetzt müsste das auf jeden Fall reichen für unsere fortschrittlichen Dingens und für unsere blauen Knubbel. Also, das wird auf jeden Fall erstmal ein bisschen reichen. Allerdings glaube ich, der Turm wächst nicht mehr. Hier passiert nämlich nichts mehr. Das heißt, wir müssen uns demnächst nochmal wieder um einen weiteren Turm kümmern, aber jetzt nicht gerade, denn ich möchte jetzt tatsächlich endlich mal hier den Lastenaufzug ein bisschen füttern. Dafür brauchen wir 500 fortschrittliche Schaltkreise, 2500 Eisenrahmen und Kupferrahmen. Das sollten wir auch alles haben. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich das alles eigentlich auf einmal hier, das nehmen wir mal mit, ob ich das auf einmal schleppen kann. Das müssen wir einmal gucken. Ich bin ja auch ein bisschen begrenzt hier, ne, was meine Kapazitäten betreffen. So, 500.000, 1.500, 2.000, 2.500. Ja, brauchen wir müssen sowieso zweimal gehen, weil... Und ich bin voll. Oh, ich bin voll. Ja, okay. Ich kann mich nur noch ganz langsam bewegen. Ah, das habe ich befürchtet. Wir könnten natürlich auch ein Förderband dahin bewegen, aber... Das würde auch zeitlich nicht besser sein, als wenn ich jetzt hier langsam laufe, weil... Okay, das heißt, ich werde mal eben kurz zu Viktor laufen. Nicht zu Viktor, Entschuldigung. Zum Lastenaufzug. Werde die Sachen reinstecken, anschließend nochmal die anderen Rahmen holen und... Dann würde ich sagen, sehen wir uns danach wieder, ne? Weil... Müsst ihr jetzt hier nicht den ganzen Weg hier. Das ist ja ein bisschen nicht ganz so interessant, ne? Von da. Ich mach mal wieder einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Rest auch nochmal geholt. Und das heißt, wir müssen jetzt nur nochmal hier eben die Eisendingensbummens hier reinstecken. Und. Bitte Müll. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt eins zu wenig mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Oh, Mann, was für ein Schreck. So, Repair. Freight available. Task inbound. Overtime scaling. Review journal for expansion guidelines to ensure capacity for extreme production terminal upgrades. Standardized sector production quota fulfilled. Freight elevator restrictions lifted. Excellent work, both of you. We should rest for a while before we depart. I know this reconstruction has been long and difficult. You sound tired, sir. Are you all right? These limitations in our memories are irritating. I know that much of what I am able to remember was highly classified, but I can no longer recall the intention behind it. Someone was desperate, abusing their power. Something is not as it was. Sir, if you're not telling me something that could help us rescue the crew or get out of here... I understand my duties precisely, Sergeant. Choose your next words very carefully. You don't have to keep secrets from me, sir. That's all I'm saying. Oh Gott, was ist das für ein Arschloch? Was ist das für ein Arschloch? So! Warte mal, jetzt hat er mir doch gerade einen Pfeil nach oben gezeigt. Kann ich denn jetzt den Lastenaufzug... Kann ich den... Oh. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Wieso ist es dunkel? It's good to see that the self-repair routines on the elevators have kept them as intact as the production terminals. Colonel, just tell me. Do you think we're going to find anybody else? Yes. If nothing else, I believe Pacific is alive. Flag officer restrictions could not be maintained on these elevators if their vital signs did not remain. However, the emergency code I used to initialize the elevator, the Phoenix Protocol, was an option of last resort. It was created to function only if less than 5% of the entire expeditionary force could be detected within Kalex. 5%? I do not know why. But there is no doubt now that very few of us remain. So, they're gone. They're really gone. My
entire crew. And the Qualter is an even greater mystery. To expect such a small remainder of our forces to uphold so much production. It is as if Command had some expectations that this could happen. But why? Warning. Mechanical integrity failing. System! Halt elevator! Breaker. Search the panel for a manual brake lever. Hold on. Should be. Override. Almost. Wait. Sparks. Sparks. Sparks? What? Quickly! Find something to hold on to! Sparks. I can save you. Integrity failure corrected. Alarm state deactivated. Returning to origin for analysis and self-repair. Sergeant, was the system message? Speaking to you. I don't know. I've never heard it talk like that. Or say my name. Or say anybody's name. We are alive because of it. No. No, there has to be an explanation. We have to take it apart. Breaker, I want you Sergeant, we must put this aside. We are not safe here. When the elevator stops, we will exit. We will find the answer to this together. You are not alone. Ihr wollt mich doch verarschen? Ich bin wieder hier und ich dachte, ich komme jetzt hier hoch und end of story und ich hab's geschafft, aber... So, warte mal, kann ich noch hier... Ne, okay... Maximum Level erreicht. Okay, anscheinend sind nur noch 5% aller übrig, die hier mal waren. Die Frage ist natürlich, sind die anderen, hat es sie dahin gerafft oder sind die einfach abgehauen? Ich weiß es nicht, aber natürlich, wir müssen weiter ackern, wir müssen weiter schuften. Hätte mich ja auch gewundert, wenn das hier jetzt schon vorbei gewesen wäre. Eieieiei. Und diese KI, ne, die jetzt plötzlich uns angesprochen hat. Ist wahrscheinlich ChatGPT oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall hat sich jetzt hier diese Tür geöffnet. For now, it seems like we won't be going anywhere. The self-repair we were so enthusiastic about looks like it'll be starting over from scratch. So long as it is making progress, I suggest we use the time to continue developing our manufacturing capacity here. It may be of benefit to us in further sectors. Agreed. Remain prepared. It will be time before you know it. Ich werd mal gar nicht gefragt, ne? Ich werd mal gar nicht gefragt. Da heißt es einfach, Muli, mach. Mach mal weiter Produktion. Sieh zu. So. Eieieiei. So, ich hoffe, wenigstens hier kriegen wir mal was Ordentliches jetzt. I can see a few things in this office, but the real prizes are in that warehouse. It might be a while before we can get in there. Ach nee, ne? Das heißt, wir kommen in das Lagerhaus auch mal noch nicht rein, weil wir da auch immer noch eine Tür ist, die wir füttern müssen, so wie es aussieht. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. So, hier da gar nichts irgendwie. Nee, komischerweise. So, hier haben wir auch noch. Auch nichts. Hm. Was ist das? Sind das hier die Essensrationen? Oder ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ah, guck mal, da ist alles das gute Zeug. Lass mich raten, wir brauchen bestimmt 18.000 erweiterte Schaltkreise. Lass mich raten. So, was brauchen wir denn? 400 und... Okay, 400. Und 45 Kühler. Also 45 Kühler ist nicht das Thema, aber... Die wollen aber auch wirklich für alles Schaltkreise, ne? Und ich kann das auch von hier nicht scannen. Facility Access Door unavailable. Refer to display panel for self-repair requirements. Ja, du mich auch. So, und ansonsten, und ich habe mich echt gefreut. Ich dachte, wir können jetzt hier endlich mal rein und die ganzen schönen Maschinen. Nein, alles wieder für die Katz. So, und ja. Das war eine nicht ganz so erfolgreiche Mission gerade, aber nützt ja nichts. So, was wir auf jeden Fall nochmal machen müssen... Denn unser Turm da hinten, den ich letztes Mal aufgebaut habe, der wächst ja nicht mehr. Unser blauer Knubbelturm. Und ich hatte ja gesagt, ich hatte hier nochmal schon mal was vorbereitet. Und das bedeutet, ich würde das Ganze jetzt hier nochmal weiterziehen. Weil hier geht es nämlich, hier haben wir so viel schönen Platz nach oben. Das ist sehr nice. So, und das bedeutet, wir müssen
hier diese Linie nochmal weiter zu Ende ziehen, denn ich habe sie nur bis zum Wasserfall gezogen. Danach müssen wir nochmal weiterbauen. Alright, so genau bis hier, runter noch. Und, ne, wo bin ich denn jetzt? So, genau, bis hier habe ich es gebaut. Hier ist ja auch schon voll gewesen, deswegen habe ich hier die Plattform abgebaut. Und jetzt müssen wir das Ganze im Prinzip am besten hier weiterziehen. So, jetzt die Frage, komme ich überhaupt hier durch? Muss ich gleich mal gucken. Also. Und wir brauchen noch mehr. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Bänder. Ich muss gleich nochmal. Zum Glück haben wir ja noch ein bisschen was. Das heißt ein bisschen was. Also ich habe noch reichlich in der Kiste. Zum Glück. Aber hier wird es jetzt erstmal nicht reichen. So, auf jeden Fall. Gucken wir mal. Ja, das geht nicht, ne? Dann machen wir das halt kurz anders. Dann geht es weg. Und dann machen wir einen Umbau. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier... So. Und dann ein tiefer. Das ist manchmal echt tricky hier. So, reicht das schon oder muss ich hier nochmal? Ich muss wahrscheinlich hier noch einen, ne? Ja. So. Dann müsste es jetzt aber reichen, damit wir hier... Ach. So. Bob. Dann, ja, ja, das wird auf jeden Fall... Ach. Dieser Hooverpack, der macht mich echt fertig. So, darf ich jetzt bitte einmal? Dankeschön. So, dann einmal hier, dann hier. So, bupp. Muss ich mal gucken, manchmal sieht man die Pfeile nicht. Genau, dann ist hier. Ja, und das, also das wird auf jeden Fall ein ziemlich weiter Weg. So. Aber es nützt ja nichts. Es muss ja auch gemacht werden. So, komm ich hier durch? Was ist... Würden die Knubbel hier noch... Ich meine, die Knubbel, die liegen ja ziemlich flach auf dem Boden, ne? Und ich sehe gerade, ich voll Idiot. Ich bin auch manchmal echt so ein Depp, ne? Ich bin auch manchmal so ein Depp. Genau, ich habe das alles falsch rumgebaut. Alles nochmal. So. So, dann bis hier. Hopp. Dann hier. Hier. Und. Hopp. Oh, ich habe schon Angst gehabt, dass er jetzt den Boden wegmacht, aber macht er zum Glück nicht. Alright, so, also nochmal. Von vorne. So, diesmal bitte richtig. Genau, so rum muss er nämlich. Jawohl, so sieht's doch gut aus. Bam, bam. Zack. Passt das? Ja, das passt. Und dann kommen wir da schon mal. Da. Nein, was machst du denn da? Dieses System manchmal, ne? So. Okay, ich will doch eigentlich nur, dass er... Genau, so. Und dann so. Ein noch. Und... So, passt das so? Ja, das sieht doch gut aus. Dann geht's hier weiter. Nein, halt. Falsche Taste. So. Meine Güte. Ist das richtig rum? Ja, es ist richtig rum. So, und wie gesagt, eigentlich müssten die Knubbel hier unten durchpassen. Weil die liegen ja wirklich nur flach auf dem Laufband. So, und jetzt wird's... Oh Gott, das wird ein bisschen dauern hier, bis ich hier... Zum Glück habe ich auch noch ein bisschen an Boden dabei. So, jetzt die Frage. Jetzt müsste ich im Prinzip... Hier rüber. Ja.
Okay, so, ich muss nochmal eben... Wir müssen auf jeden Fall weiter in diese Richtung. Ich hoffe, das kommt mit dem Kabel nicht in die Quere. Ah, scheint zu funktionieren. So. Ja, ich denke mal, die müssten ja noch vorbeikommen, ne? Guck mal eben. So. Ne, halt, warte. Ungültige Platzierung? Verdammt. Okay, dann müssen wir das doch nochmal... So, warte. Ich muss den doch nochmal einen weitersetzen. So, ich hoffe, so müsste es funktionieren, ne? Das heißt... Warum lässt er mich das da nicht platzieren? Achso, ich habe nicht mehr genug, deswegen. Ah, ich habe immer auf den Boden geguckt, aber ich brauche noch mehr Laufbänder. Gut, dann machen wir erstmal den Boden fertig. Holy shit, ich glaube, das wird eine ganz schöne Bastelei hier. Okay. Ja, ich glaube tatsächlich, ich würde dann einmal wieder alleine ein bisschen hier basteln, weil... Auch das wieder ist ja nicht allzu interessant für euch. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns mal wieder gleich, ne? Okay, bis gleich. So, die Leitung ist gelegt. Da hinten kommen unsere ersten blauen Knubbel. Das hat echt, ich glaube, 20 Minuten oder so hat es gedauert, bis ich hier die ganze Leine gezogen habe. Aber es nützt ja nichts. Wir wollen ja weiter forschen, deswegen, ja, ne? Ihr kennt das ja. So, aber da kommen die blauen Knubbel. Dann immer rein mit euch und... Na? Rein und schwupp, okay. Und hier haben wir auf jeden Fall jede Menge Platz für diese schönen blauen Knüppelchen. So, nach und nach werden dann natürlich noch mehr hier ankommen. Alles klar. Gut, so, dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal erledigt. Jetzt müssen wir einmal gucken, wie es weitergeht. Wir brauchen ohne Ende von diesen erweiterten Schaltkreisen. Ich weiß gar nicht, wie ich dies... Ich glaube, ich muss da nochmal eine zweite Produktion machen. Die Frage ist natürlich... Schaffen wir das denn aber auch entsprechend? Weil wir brauchen dafür die normalen Schaltkreise. Ob wir so viel produzieren können, müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal nach Hause. Und ja. Eieiei, guck mal, wie lang diese Linie ist hier. Die ist. Darf ich mal durch? Danke. Es kommt mir vor wie 30 Kilometer, diese Linie. Aber es hat sich gelohnt. So, hier ist natürlich ein bisschen krumm und schief alles, aber das ist mir jetzt tatsächlich gerade egal. Muss man halt nicht so genauer hingucken, ne? Alright, so, dann gucken wir mal. Einmal hier hoch. Gucken wir mal eben als erstes, wie viele Schaltkreise wir mittlerweile schon haben. So, Kühlmittel ist auch noch gut am Start. Ventilatoren ist auch gut am Start, also soweit sieht's gut aus. So. Dann gucken wir mal, wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? 388 und ich habe hier noch... So, wir brauchten noch RE. Genau, RE ist ja das da oben. Da müssen wir auch nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Wo ist RE? Da ist RE. So, und jetzt haben wir... Ich muss nochmal eben gucken. Wir haben noch FW. Dafür brauchten wir 400 plus 45 Kühlsysteme. Das könnten wir natürlich auch als erstes machen. Und was hatten wir noch? FE und... Genau, das ist oben und... dafür brauchen wir 800. Holy shit. Ich weiß gar nicht, wie viele Prozessoren haben wir denn mittlerweile. Ja, auch nicht so viel, ne? Muss man eben gucken, was brauchen wir denn dafür? Ach, dafür brauchen wir diese... Ja. Dafür brauchen wir diese Dinger, von denen ich auch immer nebenbei nochmal welche produziert habe. Und zwar habe ich hier nur nochmal einen Drescher aufgebaut. Dass wir hier auch nochmal... Und dann habe ich hier nämlich eine Produktion aufgebaut. Dass wir da nochmal entsprechend... Dass wir hier nochmal entsprechend was rausbekommen. Die können wir ja nochmal da vorne reinstopfen. Allerdings brauchen wir diese
diese, wie heißen die jetzt nochmal? Warte. Genau, diese Rahmen aus Pflanzenmaterial, die brauchen wir auch für Bomben basteln. Und für Bomben brauchen wir auch 900. Ja, es nimmt kein Ende, ne? Es nimmt kein Ende. So. Dann stopfe ich doch mal hier was rein. Das kann auch noch mit rein. Und dann läuft die Produktion mal wieder ein bisschen schneller. So, aber wie gesagt, wir könnten im Prinzip ja schon mal hier FW machen. Weil 400 hatten wir doch, ne? 400, ja, 400 haben wir. Und wir brauchen noch ein bisschen davon, aber davon haben wir ja erstmal mehr als genug. Wieso wird mir nicht mehr angezeigt, wie viel ich hier nehme? Sonst wird das doch oben immer angezeigt. So, warte mal, ich muss mir hingucken. Sag mal, wo sind die Dinger? Mal auf sortieren. 30. Okay, also ein paar brauchen wir noch, aber nicht mehr allzu viele. So. Grab hier nochmal ein bisschen was runter. Alright, alright, alright. So, das müsste aber auf jeden Fall jetzt reichen, ne? Ja, 58. Und wir brauchten 45. Gut, da würde ich sagen, gehen wir mal zu FW. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Sind wir wirklich da längs? Nee, ich glaube, da müssen wir auch hier dafür längs, ne? Das verwirrt manchmal. Manchmal denkt man dann, wenn das Signal da ist, muss man in die Richtung, aber ich glaube tatsächlich, das war auch hier diese Richtung. I don't know. War das die zweite Tür? Da vorne, also da gab es ja zwei, also da, wo die Wasserräder und so sind, da gab es ja noch diesen Turm. Ich glaube, das ist es, ne? Da waren wir nämlich, glaube ich, auch noch nicht drin. Wie gesagt, so mittlerweile ist es echt schwierig, hier noch den Überblick zu befinden. Nee, das warte mal, das ist auch nochmal was anderes. Ich dachte diesen Turm, aber ich glaube, da waren wir schon, ne? Okay. Müssen wir jetzt hier hoch oder war das hier irgendwo? Okay, hier waren wir anscheinend schon drin, weil es mir nicht mehr angezeigt wird. Ich muss jetzt mal hingucken. Waren wir überhaupt schon bei FW? Okay, hier ist Sackgasse. Ist hier denn noch einmal ein Chip? Nee, hier ist kein Chip. Okay, bevor ich mich jetzt hier wieder sinnlos durchbohre und wir den falschen Weg gehen, würde ich dann tatsächlich erst nochmal hier ruhig und gucken, ob wir von da irgendwie näher rankommen. Wieso kann ich nicht das... Ah! Oh. Manchmal kann man das Laufband hoch und manchmal nicht. Darf ich mal... Und ich kann jetzt wieder nicht... Nein, ich komme es natürlich nicht. Dann müssen wir halt diesen Weg hier nehmen. Bitteschön. Alright. So, aber wir nähern uns auf jeden Fall FW. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Oder... Ach, warte. Ach, das ist... Ja, natürlich. Das ist die... Beim Lastenaufzug die Tür. Die kriegen wir jetzt auf. Oh, nice, 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 nice. Dann können wir endlich hier mal die guten Sachen scannen. So, alles klar. Jawohl. Ah, das freut mich. So, dann machen wir auf hier. Und rein und rein und auf. Schwupp. Halloho. Ist jemand zu Hause? Oh, guck mal hier, drei Stück gleich. Was war das? Mir wird irgendwie oben nichts mehr angezeigt, ne? Kann das sein? Okay, ich muss einmal hier gucken. Was haben wir Neues? Oh, das wächst wieder langsam. Ja, es dauert zwar ewig, aber zumindest langsam. 80. Mode planieren. Ja, ist jetzt nicht, dass ich sage, das brauche ich nicht zwingend. So, hier 200. Produktionsgeschwindigkeit. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch machen. Stapelgröße 2. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Knubbel, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch Knubbel. Anzugtempo, das könnten wir eigentlich schon machen, aber ich will die Knubbel jetzt auch nicht für irgendwelche Sachen rausschauen, die wir nicht unbedingt brauchen. Na gut, wir gucken erstmal weiter. So, hallo mein Schätzchen, was bist du denn?
Jetzt weiß ich natürlich, ist das der MK2? Wird mir halt nicht mehr angezeigt, verdammt. Das müsste ja, wenn denn irgendwo Terraforming? Erzförderer MK2. Gibt es da überhaupt einen MK3? Das ist natürlich die Frage. Oder kriegen wir jetzt einfach wieder irgendwelche Sachen raus? I don't know. Wie gesagt, das wird mir leider nicht angezeigt. Aber das ist, glaube ich, das ist jetzt der Drescher. Warte. Der Drescher müsste das sein. Drescher MK2, genau. Ah, wir müssen 5 scannen. Okay. 2, 3, 4, 5. Okay, aber dann nehmen wir trotzdem den Rest mit, weil da kriegen wir auch Materialien raus. Jedes Material zählt, das ist sehr gut. Gut. So, was bist du? Ich weiß nicht, was... Oh, das scheinen irgendwelche Pflanzen zu sein. I don't know. Ich finde es schade, dass mir jetzt nicht mehr angezeigt wird. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schon habe oder nicht. Oh ja, nehmen wir gerne mit. Nehmen wir hier noch einen. Verdammt, ich müsste eigentlich mal... Oh, was ist das? These are pieces of the Excalibur, right? That giant tunnel borer you drove us all down here in. Yes. Every facility and piece of equipment you see anywhere on Calyx was once a part of the Excalibur. It always seemed unnecessarily complicated to me. Why couldn't we just dig a giant hole and throw everything in it? The Excalibur was designed to have structural pieces removed from it as we descended, enabling us to industrialize new sectors from the moment of the discovery. Your giant hole strategy would have lacked the sophistication. Die hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Kann ich nicht mit Bomben auch so ein schönes tiefes Loch bohren und dann diesen Paladin-Typen mir einfach mal da reinwerfen und damit ich mir seine ekelhafte Stimme nicht mehr anhören muss? Das wäre doch mal noch eine Idee. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, die Kurbelgenerator 2. Genau, die haben wir auch letztens gesehen und freigeschaltet. Die müssen wir uns auch noch mal bauen. Na, wir haben einfach noch zu viel zu tun. So, das hatte ich schon. Aber scheint hier oben noch. Hier sind noch irgendwelche Pflanzer. Ist das Pflanzer 2 vielleicht? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Warte mal, wird mir hier irgendwas angezeigt? Irgendwie Pflanzer 2. Nee, Terraforming wird es nicht sein. Transport dürfte es auch nicht sein. Energie dürfte es nicht sein. Kernturbomontage. Was ist das denn? Okay, so, warte mal. Bum, bum, bum. Technik zur Gewinnung von Erz. Schaltet die Möglichkeit frei, Kalkstein zu 7 und daraus Atlantum-Erz. Ja, ja. Das würde ich auch noch mal gerne haben, weil dann ist es wesentlich einfacher, hier Atlantum-Bahn zu craften. Aber ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Pflanzer 2 ist. Wir können doch mal hier noch mal gucken. Pflanzer, nee. Oder wir müssen erst noch freischalten, aber zumindest aktuell habe ich den nicht gefunden. Alright. Okay, gibt's jede Menge davon, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle unbedingt scannen will. Aber das will ich noch scannen. So. Und dann gucken wir hier nochmal auf der anderen Seite. Warte mal, kann ich das eigentlich? Ich muss gerne... Nein! Das wollte ich nicht. Oh Gott, ich bin überlastet. Wieso? Was habe ich denn hier jetzt alles? Guck mal, da haben wir, glaube ich, welche von bekommen. Okay, anscheinend haben wir ein bisschen was bekommen an Stuff. Ach scheiße, siehst du, ich sehe gerade, ich habe ja hier noch die 482 Knubbel. Die hätte ich ja eigentlich auch noch in die Kiste und beziehungsweise in die Plattform dann stecken können. Okay, das muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Aber erstmal gucken wir, ja, ich glaube das war's, ne? Oh ne, warte mal, da ist noch ein Chip. So. Und das kann ich nicht scannen. Ich hänge fest. So, lass uns vorsichtshalber nochmal hier gucken. Aber hier scheint auch nichts mehr zu sein.
Gut, aber endlich haben wir dieses Teil hier öffnen können. Das freut mich sehr. Auch wenn ich nicht genau weiß, was ich gefunden habe, aber egal. So, hier hatten wir schon, ne? Ach nee, oh, warte mal. Oh, hier, Drescher MK. Hier war ich noch gar nicht drin, oder? Okay, dann gucken wir doch nochmal. Oder war ich hier schon? Doch, von hier sind wir ja reingekommen. Habe ich nur übersehen gehabt. Okay. Gut, dann schleppe ich mich mal wieder völlig überlastet zurück nach Hause. Und dann gucken wir mal. Ich muss mir nochmal genau angucken, was ich da jetzt alles gescannt habe. Und dann hoffe ich mal, dass wir beim nächsten Mal wieder viele schöne Sachen freischalten können. Dank der blauen Knubbel. Und dann uns wieder ein bisschen weiter Richtung nächstes Ziel und noch mehr bessere Produktion und überhaupt alles. Dass wir uns da noch mal ein bisschen ranarbeiten. Alright. Achso, warte mal. Nee, warte. Ich werde noch mal kurz. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir doch das noch, ne? So. Ich frage mich immer, warum kann ich die jetzt nicht hier direkt ranstellen? Bei manchen Sachen geht's, bei manchen geht's nicht. Ich verstehe es nicht so ganz, aber egal. So. Und dann hier und hier. Und dann packen wir nämlich hier einmal die blauen Knubbel rein. Jawohl. Wachse. Wachse, mein Freund. Wachse. Achso. So, jetzt aber. Wachse. Alright. Gut. So, wie gesagt, ich schleppe mich nach Hause. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergiss den Daumen bitte nicht, ne? Und ansonsten, wie immer, einen schönen Tag für euch. Und macht's gut. Tschüss.